Alles so gesetzt mit Absicht. Oh. Digga, weil die Scheiße ist das alles gebaut, ey. Hä, was muss ich denn hier machen, Alter? Nein. Nein! Beim Rausfahren fahre ich so schräg raus, noch über die Kante von der Tube über und flippe wieder weg. Schön, cool und mein Rice, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Action. Heute wird es random. Wir haben nämlich heute den Good Luck Ball Ride. Alle Bauteile sind zu 100% absichtlich so gesetzt. Das heißt, das wird eine richtig schöne Salztour gemeinsam mit Deko. Ein wunderschön. Eine wunderschöne gute Hallo, Muchachos. Schön, dass ihr im Start seid. Ich call euch ganz herzlich die Nusse. Ja, ich bin mal gespannt. Also das hört sich ja so an, als könnte es salzig werden. Ein bisschen. Map ist von Honk mit Doppel-K. Und er hat geschrieben, seine Bestzeit war 27 Minuten. Ich habe bei Social gesehen. Das klingt ja auch eigentlich okay. Da gibt es eine neue Rekordzeit von 16 Minuten. Okay, dann machen wir jetzt 12, oder? Mindestens. Muss ich erstmal wegdrehen hier? Nein, beruhigen Sie sich bitte. Es gibt insgesamt 7 Punkte. Ja. Oh, ist auch nicht so viel eigentlich. Und der Good Luck Warrior, ich bin ja echt gespannt. Da muss ja ziemlich viel Aussortierer-Kram drin sein. Da hinten kommt eine Koralle schon mal. Was? Ach, hier lang. Ah, okay. Ja, yeah, Baby, pass auf. Ich habe jetzt mal ein bisschen Abstand gehalten. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ich bin einfach nur gegengedonnert. LOL! Okay, Ich fahr mal in der Ego, vielleicht kann ich da besser was sehen. Ziehen versuchen. Also ich glaube, durchfahren kann man noch nicht. Ach, scheiße, muss ja da durchfahren erstmal. Alles so gesetzt mit Absicht. Ja, Muchachos, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Spaß bei der Sache. Scheiße, warte mal, wie soll man da durchkommen? Ist ja auch bis ganz oben zu, das Scheißding. Oder ist es wirklich ein Good Luck Ball? Das heißt, du musst da einfach durchfahren und hoffen, dass es funktioniert. Ich hab gerade gesehen, ganz oben ist eine Öffnung. Ganz oben? Never, oder? Kannst du da so nach oben ballern? Geht das? Doch, oben kommst du durch. Aber, also, das sieht auch aus, als wäre da was, aber ich bin durchgekommen. Vielleicht dieser Mittelstreben, weißt du? Dieser Mittelstreben, kann man da einfach durchfahren? Ist der vielleicht nicht richtig? Ach, Digga! Fick mich, Alter! Dieses komische Tor da ist richtig beschissen, weil das so breit ist. Ah, ich hab einen Weg gefunden, einfach nur geradeaus weiterfahren. Ja? Digga, Pro fucking Bosser. Lieber unten, einfach unten da weiterfahren. Hä? Ich fahr dagegen. Was heißt, hä? Unten! Ja, ich fahr da unten! Ja, dann machst du es nicht richtig. Nicht ganz unten, mittel unten. Warte mal. Ja, ich fahre mittel unten. Ah. Auf der zweiten Linie. Oh nein! Wow! Digga, da ist aber doch nicht mehr zu. Oh. Digga, weil die Scheiße ist das alles gebaut, ey! Alter Schwede! Oh. Nein, lol. Nein! Oh. nein, was passiert hier? Dieser Wall ist ja so krank, Alter! Wow, ja, ey! Alter Schwede! Oh mein Gott, ey! Digga, ey, dass er da aber auch schon wieder so einen Strommasten in den Voyager eingebaut hat vor der Tube. Digga, da ist richtig viel Krimskrams zusammengebaut. Digga! Also das ist wirklich ein Good Luck. Also by the way, durchkommst du durch den Strommasten genau die zweite Reihe. Zweite Reihe, nicht erste. Okay. Ja, das war doch die... Na egal, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir langfahren müssen. Ja, hier? Ja, learning by doing, Muchachos, ne? Hier, viel Spaß beim Spielen. Hä? Ah, ein Schmutziger! Ja! Hab ich dir vorhin schon gesagt, ich fahre jetzt mal. Ne, ich weiß nicht mehr, wo man langfahren kann jetzt. Zweite Reihe, Junge, was soll ich noch sagen? Zweite Reihe. Also, zweite Reihe wäre hier. Die Reihe, ja. Genau die Reihe. Einfach nur geradeaus durch. Ah, okay. Ah. Danke. Nein. Okay. Weg, Digga, sag mir doch einfach, wo du bist, damit ich irgendwie reagieren kann. Fahr doch einfach unten, Alter. Ja, dann sag mir das doch. Fahr unten, ich bin oben. Ey, da auch nicht zu, Alter. Digga, du verkackst ja schon beim Anfahren, ey. Was ich bin hinter dir, du Lappen. Okay, wohin bist du jetzt? Hä? Oh. Jetzt bin ich beim Strommasten reingefahren. Warum? Digga, du hast doch selber gesagt, zweite Reihe. Ja, ich bin zweite Reihe gefahren, Junge. Ey, das muss so ein enges Löchlein sein, wenn man hier durchfährt. Meine Fresse, ey. War das hier? Nein. Och. Du musst. Digga, wie hab ich's denn geschafft, da vorbeizukommen? In der Tube bei dem Wall musst du unten fahren, ja. Ja, hab ich jetzt auch gemerkt. Ja. Digga, First Try bin ich so weit gekommen. Den hab ich direkt genommen, Alter. So, jetzt gehen wir wieder hier lang. Alter Schwede, ey. Das ist ein kranker Obstacle Wall, right? Wir feiern ja sowas, aber der ist wirklich gut Luck. Also, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, dass ich irgendwie Luckbosser bin, ja, an dieser Stelle.
Nimm mir auch jeden Scheiß mit, ey. Ja, unter der Brücke. Ich fahre eine Spirale hoch. Alter, nicht schlecht. Was kommt hier? Ist hier ein Punkt? Oh, das sieht ein Punkt aus. Ja, hier ist ein Punkt! Digga, geiler Typ. Dann habe ich ja richtig, richtig knapp vor dem Punkt verkehrt. Hast du den Schmutzigen verkackt? Nee. Ich bin dann gerade noch weitergefahren und ich dachte, ich fahre in die Brücke rein, bin dann vom Gas gegangen und bin dann einfach runtergefallen. Okay, nice. Also nach der Brücke jedenfalls ist Ende. Ja! Nice. Oben fahren. Hallo? Bei welchem Punkt bist du denn dann jetzt gerade? 3 von 7. Ah, okay. Ich dachte gerade, okay, vielleicht wird das dein neuer Rekord. Nein, wie fahre ich denn, Digga, meine Eier? Was machst du, Junge? Aber sowas feiere ich. 17, 16 Minuten. Ah, Digga, easy, Digga. Machen wir. No problemo. Oh, kacke, Alter. Dann kommt da was. Ah, ja. Okay. War das die zweite Reihe? Irgendwie bin ich gerade zweite Reihe gefahren, aber hab trotzdem was mitgenommen. Übrigens, vielen, vielen Dank, Muchachos, für euren kranken Support bei Instant Gaming, ja. Für alle Leute, die irgendwie Foot Coins kaufen. Also, ihr tut mir leid, weil ihr Foot Coins kauft, aber küssen auf jeden Fall, dass ihr. Trotzdem, auch obwohl wir häufiger mal haten gegen FIFA, das über unseren Max macht. Wirklich, Kuss, ihm geht raus. Küsse dafür. Vielleicht stehen die Muchachos einfach drauf. Vielleicht machen die das nur. Digga, ich nehme einfach alles mit. Vielleicht machen die das nur, um uns wieder zu triggern. Weißt du? Die wollen einfach, dass wir über FIFA upragen. Oh, da hab ich. Vielleicht müssen wir selber auch mal FIFA spielen. Von Vincent, ich hab mal Bock, Digga. FIFA zu spielen. Ja, was? Ja. Hier, der wollte darauf reagieren zwischendurch mal. Ja, weiß ich. Der hat auch ein Video gemacht zu, wie schlecht dieser FIFA-Scheiß eigentlich ist. Okay. Dass das Game einfach jedes Jahr neu rauskommt, anstatt einfach irgendwie ein DLC zu bringen oder irgendwas, bringt das Game jedes Jahr als Vollpreistitel für 80 Euro neu raus. Alle deine, das Geld, was du vorher in den Titel reingesteckt hast, ist weg. Wie unverschämt das eigentlich ist und wie schlecht das von der Gaming-Community selber ist, dass die das so hinnehmen und feiern und die Entwickler das Signal geben, dass das so funktioniert. Dass ihm funkst, kann man sagen. Ey, ich fahr da schon wieder rein in den gleichen Furz, ey. Sehr korrekt. Aber muss dazu sagen, Wir sind in einer Position, wo wir eigentlich nicht darüber reden können, weil wir das selber nie so gespielt haben. Also wir sind da in einer Position, wo wir über Sachen reden, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Aber das Grundgerüst, ist so, boah. Ich würde es feiern, wenn Rainbow Six das machen würde. Jedes Jahr ein neues Game mit immer geilerer Grafik, also das würde ich feiern. Ist ja nicht mal geilere Grafik. Und wenn das Game rauskommt, FIFA, dann die ersten Wochen funktioniert immer die Hälfte immer nicht. Schau dir mal. Das Einzige, was bei Release von FIFA gut funktioniert, ist der Bezahlscheiß. Futsch. Schau dir mal Rainbow Six an. Wann ist das rausgekommen? 2014 oder so? 2000. Keine Ahnung. 15. Auf jeden Fall wäre bestimmt schon einiges wieder möglich von der Grafik, oder? Ja, auf jeden Fall. Na, siehst du. FIFA hat aber keine neue Grafik. Naja, wenn du FIFA 2012 dir anschaust, ist ja, das schon besser 2012, als das hier. Aber ja, siehst du, ist nicht so, als hätten sie jetzt von 2022 oder 2023 die Grafik geupgradet. Trotzdem kostet das Game wieder 80 Euro. Aber weißt du das? Ja. Digga, du hast noch nicht mal gespielt. Nee, hab ich auch nicht, aber ich hab mir Tests angeguckt dazu. Und die Grafik ist genau gleich, oder was? Ja, das Einzige, was jetzt neu ist, sind irgendwelche... Sind Frauen jetzt dabei. Irgendwelche minimalen Anpassungen, die man wahrscheinlich nur selber merkt, wenn man das Game wirklich hart suchtet. Irgendwie vom Ballverhalten und so eine Scheiße. Und halt, dass Frauen drin sind. Und das hat er auch gesagt, Hauptsache, ja. Das Game, wirklich, ne, die ziehen die Spieler ab, diese Foot-Scheiße, du musst da übertrieben viel Cash reinstecken, jedes Jahr ist dein Scheiß wieder weg. Und da regt sich keiner drüber auf, aber sobald einmal Frauen reingebracht werden, direkt Shitstorm des Todes. Hä? Gab's da jetzt so einen krassen Shitstorm? Gab Shitstorm dagegen, ja. Ich hab Leute gesagt, dass sie kein FIFA mehr holen wegen Frauen. Okay, krass, ey. Ich hab jetzt nur gehört, dass die Frauen eben eine krasse Bewertung hatten bei diesen FIFA-Karten, also die man dann eben sammelt, ja, ne? Und dass das irgendwie nicht wirklich gerechtfertigt ist, aber... Ja, also, ja, kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite musst du es ja auch irgendwie so balancen halt, dass du jetzt mit einem Frauenteam gegen Männerteam nicht einfach schon von vornherein verloren hast. Digga, vielleicht müssen wir einfach mal FIFA spielen, Digga. Ich glaube, ich würde dich so abziehen. Ich habe ja damals als 14-, 15-Jähriger habe ich so viel FIFA und Pro Evolution Soccer gespielt, Digga. Ich kann mich erinnern an die ersten Male, wo ich das gezockt habe. Erstmal zu, ich glaube, Edeka oder Rewe war das damals. Diesen, ich weiß ja nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, Cool Up. Hieß das Cool Up? Cool Up, ja. Cool Up gekauft. Erstmal irgendwelche Leute gefragt, ob die für uns Alkohol kaufen können. Cool Up gekauft. Und ja, dann Scheiße. Cool Up getrunken und Pro Evolution Soccer gespielt. Wo die ganzen Namen alle gefaked waren.
Digga, das waren noch alte Zeiten, ey. Und das habe ich richtig hart gegrindet, Digga, die Games. Du warst ja nie so der FIFA und Pro Evolution Soccer, oder? Pro Evolution Soccer habe ich damals auf der PlayStation 1 schon mal gespielt, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie regelmäßig am Start war. Okay, ne, ich hab wirklich damals sehr, sehr viel FIFA und Pro Evolution Soccer gespielt, also sehr, sehr viel. Wir haben sogar damals in unserer Junggruppe, war ja sehr, sehr häufig in Bulgarien, haben wir es kurz bevor wir nach Bulgarien gefahren sind, haben wir Happy Hour, um Happy Hours gespielt. Nein. Och, fick mich, Alter. Das heißt, wir haben FIFA-Duelle gemacht und haben dann, wenn der andere verloren hat, hatte man eben einmal Happy Hour, musste der eine komplett ausgeben dann mal in der Bar. Und Bulgarien war ja relativ, relativ günstig. Das heißt, da hat man das mal gemacht. Ja. Wenn du dann aber 15 Happy Hours irgendwie jemandem geschuldet hast, dann war das schon mal ein stolzer Start sozusagen. Und das ist ja schon der nächste Punkt, ey. Du musst ja nur Fullspeed rausbrezeln. Okay, das ist ja easy. Ich war jetzt einfach nur zu langsam. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, Alter. Irgendwie verkacke ich gerade den einfachsten Fick-Scheiß, ey. Wo verkackst du denn? Den Warride-Wechsel und in der Tube wenden. Echt, da fahre ich immer vorwärts rein. Wo bist du da gerade? Fährst du da gerade rein? Nee. Okay. Ich komme jetzt gerade zum Warride-Wechsel. Dann fahren wir hier lang. Hallo. Den Warride-Wechsel habe ich. Jetzt noch einmal den MG. Come on, ey. Komm jetzt in die Tube. Naja, ich mach den MG jetzt. Nein, ich bin los, viel zu weit. Oh. Ja, und den Winkel nehmen und jetzt rausbrezeln, Fullspeed. Ja, yeah. Du musst wirklich Speedo nehmen, Speedo. Oh yeah, Baby. Hast du's? Nee. Okay. Nein. Deswegen, also ich habe auf jeden Fall eine FIFA und Pro Evolution Vergangenheit. Ich habe aber angefangen, bevor es diese ganzen Sammelkram da gab. Aber... Ja, also genau wie bei Fortnite gibt es viele Leute, die damit richtig, richtig Pada machen, ne? Meist die Entwickler. Ja, und die Leute, die daraus Content generieren, ne? Keine Ahnung, wenn du da Cristiano Ronaldo in der Premier League Edition hast, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem ganzen Scheiß ja nicht aus, dann machst du, glaube ich, schon ordentlich Cash, Digga. Nee, macht doch sehr viel solchen Content. Ich verstehe aber auch nicht, wie das funktioniert. Also, das ist immer nur mal das Zusatzding. Ist das so wie der Fußballtrainer-Simulator, dass du die nicht selber spielst, oder spielst du die auch wirklich selber dann, diese Karten? Weil dann kann sind dann deine Spieler in deinem Team. Ja, spielst du damit wie jetzt? Hey, du hast ja schon mal FIFA gespielt, hast du gesagt. Ja, aber. Du spielst doch die Leute. Es gab ja auch mal so ein Game, wo die dann automatisch gegeneinander gespielt haben. Also so Fußballtrainer-like. Aber Fußballmanager, glaube ich, ist ein extra Spiel. Das heißt, du kannst also. Was musst du denn hier machen, du Alter? Du spielst dann mit den Dudes dein Team zusammen, spielst mit dem ganz normal FIFA gegen andere Leute. Aber deine Spiele sind halt besser, wenn du die geilen Karten hast. Aber, das heißt ja, ein Pro kann ja immer noch so ein richtiges Profi-Team einfach zerstören, wenn er nur 50er-Spieler hat, oder keine nicht? Ne? Ja, das finde ich ja so interessant. Ob das so ein Pay-to-Win ist. Glaube ich fast nicht. Weil es kommt dann ja beim Torschießen und sowas auch darauf an, so was die für Werte haben. Ob die treffen, ob der Torwart den Ball dann hält und sowas. Und wenn du halt irgendwelche 50 Leute hast und der Torwart den Ball durchlässt und auf der anderen Seite der Torwart irgendwie ein 98 ist. Dann bist du ein guter Spieler und musst das einfach hinkriegen, ne? Dass er nicht aufs Tor schießt. Deswegen, also das würde ich mir gerne wissen, ey. Oh, fick mich, Alter. Scheiße. Ja, ich komme hier einfach nicht weiter, ne? Aber wirklich. Vorwärts in den Scheiß aus der Tür rein. FIFA? Ey, ich könnte mir vorstellen, dass wir in unserem Jubiläums-Livestream, ja, Muchachos, es ist nicht mehr der 72-Stunden-Livestream, weil es doch keine 72 Stunden sind, dass wir dort vielleicht mal FIFA auspacken. Ich hätte irgendwie Lust drauf, aber Deko hat keine Lust wahrscheinlich, ne? Digga, also... Normal FIFA ja, aber ich habe halt auch in diesem Video da gehört, dass die das mittlerweile bei EA so kunstvoll machen, dass normale FIFA-Spielen so motivierend auf der einen Seite und so schmerzvoll auf der anderen Seite zu machen, dass du einfach dazu geschoben wirst und gedrängt wirst, in dieses Foot reinzugehen. Okay, krass. Also die haben halt extra... Leute dafür, die das ganze restliche Game so machen, dass du möglichst irgendwie anfängst, Geld dafür auszugeben. Okay, ist aber irgendwie logisch, ne? Damit machen sie dann ihr fettes Part. Wobei, ist ja schon Vollpreistitel. Also eigentlich hätten sie es nicht also nötig, ne? Also eigentlich ist das komplett voll... Das ist einfach komplett unverschämt. Okay, da bin ich einfach gedroppt. Nein, was mache ich? Ich wollte doch vorwärts reinfahren. Du bist immer noch nicht hier, oder? Immer noch nicht hier, ne? Alter, du bist gerade wieder den... Aber ich finde, wenn man MG so richtig verkauft. Krass über Spiele ablästert, dann muss man zumindest auch so ein bisschen Erfahrung in diesem Spiel haben. Und nicht nur auf Hörensagen vertrauen an der Stelle.
Ah, weiß ich nicht. Ich kann auch über Candy Crush ablästern, ohne es gezockt zu haben. Digga, Candy Crush war ein richtig geiles Game. Das hab ich richtig gefeiert, ey. Ja, aber auch halt viel Alter. Mit reincashen. Nö. Meine Frau hat das ja, bis auf Level 1000 gespielt, sagst, okay, ohne jemals 1 Euro da rein zu brezeln. Okay, ich höre halt nach 2 Runden auf, weil ich habe dann keine Free Games mehr, dann... Oh. Na klar. Ja. Da musst du nicht reincashen. Oh. Oh. Aber wenn du sagst, ich würde jetzt gerne eine Stunde zocken, ja, dann musst du reincashen. Oder du spielst einfach gut, ne? Also du hast ja, glaube ich, 5 Leben damals gehabt. Auf jeden Fall ging das richtig, richtig gut. Ich habe ja auch richtig gegrindet. Ging das richtig, richtig gut, ohne Geld auszugeben. Oder zur damaligen Zeit konntest du ja einfach noch deine Uhr umstellen, dass du dann einfach wieder die Leben hast. Irgendwann war es bei mir, keine Ahnung, 2045 und hab dann wieder richtig viele Leben gehabt. Ich glaube, es war aber auch so, wenn du es wieder umgestellt hast, dann hast du Minusleben. Ey Junge, wie kommst du denn hier raus überhaupt vom nächsten Punkt? Oh, immer diesen weißen Logo davor. Ja, du musst von unten nach oben fahren. Irgendwann, wenn du es häufiger gefahren bist, dann ist es easy. Am Anfang bin ich da auch die ganze Zeit gegengeknallt. Also wie gesagt, Candy Crush, das geht locker ohne Cash, Digga. Nur die ganzen Nachmachen, die dann, glaube ich, kamen. Hier gab es ja auch von Family Guy so ein Scheiß und andere Bumsdinger. Oh, ziemlich viele, die das dann kopiert haben. Ich glaube sogar... Oh, fuck, hier der Flip. Ich glaube sogar eine der erfolgreichsten Spielerinnen, die so Top 15 oder so ist, ich glaube, die hat auch noch nie einen Euro da rein investiert. Und damit werben die sogar ab und zu. Aha. Aber Candy Crush, also das war damals das ist so ein Boomer-Game, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage so krass zockt. Hä, was muss ich denn hier machen, Alter? Ja, warte mal, hier unten fahren. Ich hab da jetzt irgendwie so einen liegenden Kreisel, Alter, und check überhaupt nicht, was ich da, genau. wie ich da leben soll, ey. Nein, auf der Scheiße fahren! Du musst einen Tube-Wechsel machen. Also du springst von dem Inneren... Ja, hab ich gemacht. Ja. Aber ich bin im Inneren gesprungen. Also im Inneren sind ja 2 Dinger. Ja, du musst in den Kleinen. Ach, und dann muss ich doch da rein, wo der Pfeil zeigt, nicht hinfahren soll. Ach, come on, ey. So, hier wieder flippen. Ah, das ist aber böse gebaut hier, der Scheiß, ey. Lecco mio, ey. Aber die Challenge jetzt schon verkackt. Nein. Also der Weltrekord von 15 Minuten irgendwas. Aber ich glaube, das kriegst du auch eher hin, wenn du weißt, was du machen musst. Weil ich war gerade auch richtig lost die ganze Zeit und wusste überhaupt nicht, was ich machen muss. Ja, also das ist bei mir hier auch das Problem, dass ich einfach nicht weiß, wohin, wo lang, wie. Ich habe auch schon lange kein Geld mehr für Handygames ausgegeben. Ich habe mir, glaube ich, das letzte Mal sogar einen Vollpreistitel gekauft. War so ein Detektiv-Game oder so. Ist aber auch schon etwas länger her. Echt? Also wenn ich jetzt Handygame, ich habe als ich auf Valle war, ein bisschen am Handy gezockt. TFT. Okay, ja. Also League of Legends, das geht halt auch ohne Cash. Aber ansonsten zocke ich halt einfach nichts auf dem Handy. Das ist für mich kein reines Handygame. Nee, aber es spielt sich gut am Handy. Also. Ja? Ja. Womit machen die da eigentlich Cash? Nur mit den Skins, oder? Also du kannst dir theoretisch... Du hast ja quasi so eine eigene Figur, Voll. Die da immer rumsitzt. Eine Figur, die da rumsitzt, okay. Achso, ja, genau, ja. Ja, so ein kleines Dino-Viech oder gibt's alles mögliche. Ich hab's noch nie gespielt, ich hab immer nur bei Mike damals so gesehen, bei Mr. Make a Pee. Und dieses kleine Figürchen, da kannst du verschiedene Skins, Editionen, Versionen, was auch immer was von kaufen. Ich muss auch sagen, League of Legends hat das echt fair immer monetarisiert und ich glaube damals habe ich auch echt den ein oder anderen Euro bei League of Legends reingebrezelt. Habe ich auch, aber ja, League of Legends war immer fair. Aber was konntest du da, du konntest ja aber trotzdem einen XP-Booster und so einen Scheiß kaufen, ne? Wie bei R6 war das, glaube ich. Dass du mehr Erfahrung bekommen hast oder so einen Scheiß, damit du schneller levelst. Ja, ich glaube sowas gab's, ja. Ist zwar nicht mehr genau im Kopf, was es da gab, aber irgendwas gab's. Aber ja, wenn's rein visuell ist, Kosmetik, dann bin ich davon echt... Nein! Nein, Mann! Ey, so scheiß Fickmap, Alter! Ja, was muss ich hier machen? Ey, jetzt hab ich's zum ersten Mal geschafft, mich den scheiß Kreisel zu drehen und wollte zurückfahren, ey. Oh, oh, oh. Oh nein, das war richtig kacke! Was kommt mit der Mitte mit? Nein, ja! Was machen Sachen? Alter Schwede. Oh. Oh, alter Schwede, die ist echt nicht ohne die Map, ne? Aber bin jetzt bei Punkt 6 von 7. Ein Warworld-Abschnitt habe ich noch.
fuck, ey, hier wieder rein. Digga, das ist das. Das hat er doch extra so scheiße gebaut, ey. Also komplett scheiße hat er das gebaut. Oh, bei welchem Punkt bist du denn jetzt gerade? Immer noch bei dem, wo du immer da noch. Im Kreisel. Oben? Ah, okay. Jetzt gerade wieder den Tube-Flip geschafft. Ey. Beim Rausfahren fahre ich so schräg raus noch über die Kante von der Tube rüber und flipp wieder weg, ey, Digga. Boah, ich weiß gar nicht, was dann noch so alles kommt. Bin wieder richtig alles vergessen, ey. Ja, wahrscheinlich raste ich gleich aus, weil wieder eine richtig beschissene Scheiße kommt. Einmal springen hier. Oh, oh, rein da. Digga, das war aber Butterschmuf, Alter. Das war Todesbutterschmuf. Wollen wir hier was? Ah, da unten, okay. Hier lang, jetzt hier hoch und hier bleiben. Und jetzt hier runter. Hier aber allgemein das ganze Handy-Game-Business, ne? Ja. Da sind wir Boomer überhaupt nicht wirklich mit drin. Ich glaube, das sind der jetzigen Generation eher ein bisschen krasser. Ja, das hat nichts mit Boomer zu tun. Ich glaube schon. Einfach, ist einfach nur schlecht. Weil du schaust ja auch weniger. Schlecht. Du schaust ja auch wenig Videos am Handy, oder? Ja, aber ich schaue ja nicht wenig Videos. Ich schaue nur nicht übers Handy, weil es einfach ein kleiner Bildschirm ist. Was muss ich denn hier machen? Ja, und für super viele der neuen Generation, die benutzen ja einfach rein nur das Handy. Und dann hast du natürlich auch mehr, die da zocken und da Cash ausgeben. Weil das ist ja genau der. Das ist ja nicht. Handy-Games sind nicht Schmutz, weil wir Boomer sind, sondern weil du halt einfach in den Games dazu genötigt wirst, Geld auszugeben. Auch wenn es nicht mal irgendwie notwendig ist, nutzen diese Firmen ja Techniken, um Leute einfach dazu zu bringen, Ficken, Geld auszugeben, um irgendwelche Kaufreflexe zu triggern. Da musst du einfach so reflektiert da spielen, dass du das hinbekommst, ne? Und wenn Kinder das haben, dann müssen die Eltern da aufklären, ne? Ja, am Ende ist es eine Elternsache, ja. Also so schlimm finde ich die ganze Thematik da eigentlich gar nicht. Ja, ich find's halt schade einfach um mein Lieblingshobby, ne? Dass das mittlerweile so abgecashed wird. Und dadurch ja auch ganz viel, ich meine, guck dir an, wie die Gaming-Industrie mittlerweile ist, Alter. Es geht halt nicht mehr um Spiele zu entwickeln, sondern das ist halt am Ende eine Folge davon. Auch wenn am Ende dann irgendwie eigentlich nur die Eltern irgendwie ein bisschen aufklären müssen oder zuständig sind oder sowas. Es ist ja die Entwicklung insgesamt. Das ist leider korrekt, dass die ganzen Handy-Games, also diese ganzen Trashy-Games, sehr, sehr viel Geld machen als irgendwelche AAA-Productions, ey. Und das lohnt sich hier einfach gar nicht mehr, da reinzugehen, sondern dann haut Blizzard das nächste Diablo-Handy-Mobile-Edition raus oder keine Ahnung was. Das ist schon echt Schmutz. Aber wir sind eben auch keine Handy-Games-Nutzer, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Deswegen sage ich immer noch, hatten wir gerade schon. Deswegen sage ich ja, wir sind Boomer. Macht die Games nicht besser und auch Geschäftspartner nicht. Ey. Digga, so ein scheiß Lampenschirm, der da reinhängt, ey. Oh. Hier nach oben. Oh! Ich sehe nichts, Digga, ich sehe nichts! Ey, da springt man. Ist er assi? Ist er. Ey, auch da muss man wieder Fullspeed fahren. Man kann einfach nicht langsam fahren und sich das anzuschauen, ne? Man muss das 1000-mal einfach fahren. Digga, ist das krank, ey. Also, falls ihr ein Bedürfnis habt, mal wieder ein bisschen Geld für Clash of Clans auszugeben oder sonst was, klickt einfach bei Twitch unten auf den Link, hier spenden und lasst mal, keine Ahnung, eine 5er-Sub-Bombe da oder so. Oh, besser angelegt. Das ist auf jeden Fall besser angelegt, muss man sagen. Ja, komm ich da durch. Digga, man sieht aber auch nichts! Digga! Was kommt hier? Digga, lutsch meine Pupille, ey. Lutsch sie einfach. Pupille? Oh! Wow! Oh. Hi! Hilfe, was mache ich hier? Oh, hier ist der Punkt? Ja, da ist der Punkt. Du musst nur noch da in den Lacho reinfahren. Oh! Ich hab wieder aufgeholt, hallo! Junge, ey! Aufgeholt kann man nicht sagen. Nicht? Warum? Ich bin doch jetzt wieder hier. Also bei noch dir? Bin ich vorne, Digga. Noch bin ich vorne. Ja, ich habe nicht gesagt, ich habe dich überholt. Ich habe dich aufgeholt. Das war, Digga, der schlauste Move, den ich jemals gemacht habe gerade. Boah. Bin einfach hier angefahren und bin wieder oben in den Wendler reingefahren. Richtiges Profi. Also du wirst, also hör immer auf die Pfeile. Okay, aber auch da. Da in die Tube rein oder was? Aber jetzt hier. Vielleicht in die Ego gehen oder so, vielleicht ein bisschen langsamer diesmal erstmal fahren. So, jetzt hier speeden, jetzt speeden. Ja, ja, ah, okay.
Ah, okay, okay. Er baut so dreckig, ne? Er baut so schmutzig und dreckig, dass man... Wow! Hier. Oh. Kann ich dazu drehen hier vorwärts? Oh, jetzt hab ich's, oder? Oh ja, ich bin durch, Digga. Ich bin durch. Deko musste erstmal wieder meinen Po hin. Hast du schon die Koralle gemacht? Nee. Ach, da, bei der ersten bist du noch. Achso, unten einmal Koralle gegen. Unten. Ach, da. Oh, nee. Digga, da war ich ja sogar. Ich war sogar gerade rückwärts hier drin. Ich hab mich nur vorwärts gedreht. Richtiger Profi. Dann fährst du die Spirale nach oben und jietest dann. Ja, auf den Warride. Und von Warride dann zweimal flippst nach oben. Nein, hier ist auch gesperrt. Oh. Kriegst du hin? Zweimal flippst nach oben, ja, ne? Weiß ich nicht, aber ich fall hier raus. Oh, fick mich. Spirale in die Tube. Und jetzt kommt Tube-Flip. Nee. Zweimal oben rausflippen. Irgendwie auf dem Warride und dann zweimal oben rausflippen. Ja, auf dem Warride. Einmal. Zweimal. Und jetzt machst du nochmal Flip nach unten in die Weiße. Oh oh. Und jetzt fährst du bei dem Board weiter. Und da achte auf die Pfeile und fahr mindestens Mittelspeed. Frühspeed musst du nicht mal, aber Mittelspeed. Ganz am Ende auf jeden Fall. Da bin ich. Digga, ich hab doch gesagt, mindestens Mittelspeed. Warum das war so Mittelspeed, laber nicht zu, Alter. Einen Flipoczynski. Zweiten Flipoczynski. Unten den Flipoczynski. Hier rausfahren, hier hochfahren. Speed. Ja! Er hat es. Dann fahr ich rein. Ja. Was sagst du zur Map? War nice eigentlich, ne? Eigentlich ganz cool, ja. Bin ein bisschen aufgeregt, weil man wirklich, es war ein bisschen chaotisch gebaut. Keine Aussortierer. Ich hätte gerade gedacht bei so einer Good Luck Map, dass da ordentlich Aussortierer drin sind, Brudi. Eigentlich ganz nice. Also ich fand sie wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Puchachos, viel Spaß. Auch nicht ganz einfach. Selber spielen. Ja, 29 Minuten am Ende war in Ordnung, ist jetzt nicht Bestzeit und so, ne, aber ich würde sagen, am Ende zählt ja, im Ziel kommen, ne? Könnten wir 15 schaffen. Locker, Digga, locker. Muchachos, Daumen nach oben, zwirbeln. Dankeschön für euren Support und fleißig weiter, wenn ihr es eh schon macht, FIFA Coins unter unserem Affiliate Link natürlich einkaufen, ne? Küsschen geht raus. Reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos.